So, willkommen zurück zu einer neuen Folge Miss Survival. Gott, hier hat man alles leer gemacht. Wir haben es jetzt früh um 6.07 Uhr Ingame-Zeit. Und wir haben Hunger. Auch nichts Neues mehr. Wir brauchen bald mehr Nahrung. Und die werden wir uns jetzt beschaffen. Denn wir fahren zur anderen Militärbase. Drive Engine an und los geht's. Was war das? Egal. Falscher Knopf. So, da fahren wir durch die schöne Welt von Mist. Alles klar. Holy. Ey, immer vergesse ich alles auszuschalten. So. Wir gucken, ob wir irgendwo was finden. So wie das hier. Apropos Benzin. Das darf nicht fehlen. Hier ist noch was drin. So, dann looten wir erstmal hier oben weiter. Oder hier unten. Gibt es hier noch irgendwas? Eigentlich nicht. Ho, ho, ho. Ne, hier mal leer geräumt. Gab's hier hinten irgendwas? Mal gucken. Ne, nur Autos, die wir wieder zerschrotten können. Okay. Einmal hier rüber. Hier lag auch nichts rum. Oh, Metallschrott, immer gut. Das haben wir schon gelootet. Das auch. Hier haben wir einen Schokoriegel. Und die Axt. Genau, die hat man ja hier gelassen. So, hat man hier was drin? Ja, Stoff. So, hier lag nichts mehr. Hier lag noch was rum. Hier oben die Dose nehmen wir auch noch mit. Oh, und Reifen. Ersatzreifen ist immer gut. Auf dem war nichts. Dann werden wir uns jetzt einen kleinen Weg hier frei machen. Wir brauchen ja vor allem wieder einen Teilschrott. Ich hoffe nur, dass jetzt kein Nebel auftaucht. Das wäre sehr unpraktisch. Ich möchte nicht, dass mein Auto von den Zombies geschrottet wird.
Und da ist es put. So, dann einmal öffnen und rüber damit. So. Moment mal. Fehlt hier nicht auf der Seite irgendwas, wo wir noch waren? Egal, hier gibt's noch was. In dem ist nichts drin. Wir steigen auch auf die Machete, sicher, sicher. Auf dem war nichts. Auf dem war nichts. Hier war nichts, da war nichts. Sieht mir hier alles gerade ein bisschen gefährlich aus. Hier ist nichts. Bevor uns was Schlimmeres passiert, mal ganz kurz abspeichern. Wir wissen ja nie, was uns hier erwartet in dieser Welt. Ah, hier oben war auch nichts. Aber hier stehen Häuser, die kann man bestimmt looten. Da hinten. Ja. Ah, okay, die Ecke hier hinten kenne ich durch ein Video. Ja. Ah, hau bloß ab, ey. Da werden wir aber eine Spitzhacke später brauchen. Weil es da hinten einen kleinen Steinbruch gibt. Ja, da pümmeln so rum. Scheiße. Da können wir also nicht ohne weiteres rein. Und habe ich eigentlich nur noch Munition? Nein. Aber hier gibt es einen Kinderspielplatz. Yay. Ist doch mal ein Thumbnail wert. So. Dann suchen wir weiter. Hier ist ein Auto, das kann man looten. Und ja, das hat sich auf jeden Fall gelohnt, das Auto. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Hier, Kanister füllen. Weiter werde ich hier auch nicht gehen. Denn ich weiß, dass da hinten irgendwo wieder ein Banditenlager kommt. Das ist alles so aus den Trailern vorherzusehen.
Aber hier ist wieder was, wo wir looten können. Und vor allem kann man das Haus hier beziehen? Nee, schade. Aber looten können wir's. Na, Holz brauche ich nicht. Ja. Salz, ja, warum nicht? Das ist ein Schwamm, ich dachte, das kann man looten. Handschuh. Ekelleck. Naja, wir gucken erstmal unten weiter. Ja, Munition bei einem Kind im Zimmer. Sehr schön. Hier, Metallschrott. Wie gesagt, Metallschrott ist immer gut. Komponenten. Ja, eine Waschküche. Aufbrechen natürlich. Ja. Ja, no. Das hat sich definitiv mal gelohnt. Oh. Essen. Jetzt müssen wir auch nach oben looten. Da verschaffen wir uns gleich mal noch ein bisschen Platz. Ah, hier gibt's nichts. Hier hinten auch nicht. Hier gibt's ein Konsolen. Controller, aber wo ist die Konsole? Ich hab keine Ahnung. Oh shit. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Hier alles mal in den Schrank rein. Damit wir den Rest wenigstens looten können und wissen, wo alles verstaut ist. Ach, den Stock brauchen wir nicht. So, dann gehen wir mal ganz kurz in die anderen zwei Zimmer. Aber für so eine postapokalyptische Zeit ist das hier eigentlich recht sauber, das Bad. Oh, okay. So, ich brauche nur zwei Slots, denke ich mal. Das da drunter bitte. Ja, ein Arbeitszimmer. Schön. Was in diesem Bett wohl alles passiert ist, hier kann man gar nichts looten. Alles klar. Jetzt werden wir das Auto erstmal holen. Ach, das steht auch gleich hier. Lull. Essen, Essen, Essen. Autoteil. Das dahin, das. Scheiß drauf. Einfach alles rein hier. Wir brauchen sowieso den Platz. Ja, wie sieht es beim Equip aus? Handschuhe haben wir noch. Gab es hier draußen noch irgendwas? Nö.
Die kann man nicht reingucken. Ach, das war nur ein Brett. Das wollten wir ja nicht haben. Das kann man selber herstellen, alles. So, einmal rausholen. Ich überlege, ob ich hier reingehen soll. Da ist halt eine Tankstelle, die reizt mich auch. Hier ist erstmal ein Auto, ist nichts drin, da ist nichts drin. Hier ist ein bisschen Benzin. Und ja, den Rest looten wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt. Genießt den Tag und bye bye.